Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu Adventskalender-Türchen Nummer 7. Das hier ist das 7. Türchen meines diesjährigen Adventskalenders hier auf diesem Kanal. Und falls ihr noch nicht wisst, was das ist, es sind 24 wirklich kurze Rezensionen, Reviews zu 24 Büchern, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Und in Türchen Nummer 7 befindet sich Fische schließen nie die Augen von Eri De Luca, ein italienischer Name vermute ich, ein kurzer Roman, der, glaube ich, es könnte sein, von der Kindheit des Autors handelt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es klingt so, es wird auch so irgendwie so vermarktet. Es wird auch passen, aber ich will hier nicht zu viel behaupten. Es geht auf jeden Fall um einen Jungen, den Ich-Erzähler, der in einem Sommer vor über 50 Jahren auf einer Insel im Golf von Neapel ja, Urlaub macht mit seiner Mutter, die da halt immer über den Sommer sind. Und ja, er verändert sich mit seinen 10 Jahren, er fühlt sich nicht mehr passend in seinem Körper. Er fühlt sich geistig gereift, aber körperlich noch nicht. Und er lernt ein Mädchen kennen und sie freunden sich an. Und allerlei passiert auf dieser Insel. Ein wirklich interessant geschriebenes Buch. Das hat, wie viele Seiten hat es? Es hat nicht mal 200 Seiten und ich habe vergleichsweise echt lang dafür gebraucht. Ich glaube, ich habe 3 Tage oder so dafür gebraucht. Und das ist für 200 Seiten wirklich lang, denn ich finde, der Schreibstil ist sehr zäh. Ich musste teilweise Sätze auch 2-mal lesen, weil es wirklich so ein bisschen sehr stockend geht. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an dem Autor, aber irgendwie wurde ich damit nicht richtig warm. Was der Geschichte keinen Abbruch tut, die Geschichte ist wirklich schön. Ich hatte das Gefühl, ich selbst bin auf dieser Insel in Italien im Sommer am Strand. Und ja, erlebe die Sachen zusammen, gemeinsam mit dem Ich-Erzähler. Der Ich-Erzähler macht sich auch besonders viele Gedanken so über Worte und Sprache und was Worte so bedeuten, besonders viel über das Wort Liebe. Und das fand ich total cool, so in die ja, Gedankenwelt eines Kindes einzutauchen. Dass so viel über Sprache nachdenkt, das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Also abgesehen von dem etwas zähen Schreibstil, der mich doch etwas verlangsamt hat in meinem Lesen, eine wirklich schöne Geschichte. Und deshalb gebe ich dem Buch 2,5 von 4 möglichen Kerzen auf meinem Bewertungs-Adventskranz. Und das war's auch schon wieder für heute. Und ich sag bis morgen.